Hier sieht man mein neues PEMF-Gerät, was dafür da ist, starke Magnetfelder zu erzeugen. Oben kann man erkennen einen Notausschalter und eine Steuereinheit. Hier sieht man die Behandlungsspule, aus der letztlich die Magnetfelder rauskommen. Hier die Funkenstrecke, die in einen Sandsack eingepackt ist, damit der Schall nicht so laut ist. Hier demonstriere ich jetzt mal kurz die Stärke der erzeugten Magnetfelder mit einer Kette, in der dann ziemlich hohe Ströme induziert werden, die zum Verschweißen der einzelnen Kettenglieder führen. In diesen starken Magnetimpulsen kann man beispielsweise RFID-Chips löschen, Festplatten zerstören oder manche Leute behaupten auch, dass man damit Krankheiten heilen kann, wie Arthrose oder sowas. Die ganze Maschine wird gesteuert über diese Einheit. Dort kann man in den Programmiermodus gehen. Zunächst kann man hier die Dauer zwischen 1 und 15 Minuten auswählen. Wenn man nochmal auf den Programmierknopf drückt, dann kann man mit dem Plus und Minus die Pulsfrequenz einstellen, was von 30 Pulsen in der Minute bis zu 350 Impulsen.